Oh Mann, und die Framerate bedankt sich. Jawohl. Ja. Also. Was haben wir hier, eine AK? Na. Je. Und es ist wieder die Framerate down. Ich weiß nicht. Wieso? Soll ich jetzt wieder weiter? Ich mach weiter. Ich habe gespeichert. Ja, der ist der Typ, ist jetzt da weg. Steht hier noch ein Typ rum? Ja, der da. Boah. Ich sehe nichts mehr, so ruckelt es. Interessant. So, jetzt muss ich aber an meine Kiste ran. Jetzt mit ist es noch was, naja. Wie viel stellt denn das wieder her? Prozent. Komm, das nehme ich jetzt. Das ist mir. Soll ich ein großes nehmen? Ne, ich nehme das. Nein. Hier unten. Kann ich die Beretta auch. Habe ich noch so wenig Waffen gehabt? Ah ja, stimmt. Jetzt kann ich mich auch wieder dran erinnern. Es wird die Dings entladen, die Beretta. Gut. Bestens ausgestattet. Was haben wir denn hier? Eigentlich noch. 13 Frames, ich weiß nicht. Habe ich die schon? Nö. Das ist eine russische Schrotflinte. Das auf jeden Fall weiß ich noch. Und ich unterbreche jetzt nochmal ganz kurz die Aufnahme. Ich bin froh, dass ich wenigstens mal so weit gekommen bin. Mache für heute mal Aufnahmen Schluss. Ich habe heute länger aufgenommen, wie ich gedacht habe. Na gut. Endgültig Filmmaterial ist nicht viel entstanden, aber durch diese blöden Frame-Einbrüche und was ich da sonst noch habe. Im Moment rede ich hier bei 12 Frames, also. Ja, ich mache für heute Schluss. Bin froh, dass ich so weit gekommen bin. Ach, wie viele Toten? Ich weiß es gar nicht mehr. Und, ja. Bis zum nächsten Mal. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Session von Cold Zero.
Jetzt habe ich das kleine Problemchen, dass ich schon sehr lange wieder nicht gespielt habe. Ich habe jetzt auch drei verschiedene Spielstände vorher noch laden müssen, bevor ich jetzt den korrekten gefunden habe. Was besonders schwer geht, da die auch noch mit Datum beschriftet sind. Und ja, jetzt muss ich jetzt erstmal mich wieder zurechtfinden. Was haben wir denn? Ja, wir haben schon die anderen davon geklaut. Haben wir das schon alles durchsucht? Oh. Haben wir die Typen auch schon? Der Typ hat eine AK-47, die nehmen wir doch noch mit. Ah, jetzt weiß ich, warum wir die... Da schmeißen wir mal die Beretta weg. Immer noch zu schwer. Habe ich da unten schon eine AK? Zustand 99%. Zustand 77%, aber ich möchte wenigstens die Muni haben. So. Und ich gehe auch sofort auf die AK. Haben wir hier noch... Ja, eine Waffenarbeiterin, cool. So. Jetzt haben wir noch eine Weile Schuss. Wie sieht es denn eigentlich mit dem Zustand von der Weste aus hier? Und das Let's Play beginnt mal wieder sehr super und Zustand 12%, 3,8 Kilo, die wir uns sparen können. Fuck. Das hat ja mal mit das super begonnen. Das heißt, wir dürfen jetzt mal alle Schritte nochmal schnell nochmal nachholen. Und ein Ladebildschirm. So. Das weiß ich nicht, ob wir den da hinten ausschalten sollen oder nicht. Diesmal geht's sogar. Die Beretta lege ich auch noch gleich ab. Brauche ich auch nicht. Dann ist nochmal das Prozedere. Weg damit. Und zurück damit. Dann wechseln wir auf die AK. Und eine Waffenerweiterung montieren. Und nachladen. So. Kurzes Zurechtfinden auf der Map. Okay, hier ist einer. Dann versuche ich es mal auf diesen Umweg. Jetzt kann ich mich natürlich noch... wo sind denn da überhaupt welche? Die müssten doch... Okay. Da hier ja anscheinend keiner ist. Ich habe gemeint, da werden welche. Ach, da sind die. Ja. Okay. Dann frage ich mich jetzt gerade, ob wir uns Sniper-Künste da bemühen sollen oder ich speichere zunächst das mal. Ich möchte nicht wieder neu laden müssen. Ich glaube, den brauchen wir nicht mehr. So. Jetzt leise, damit er uns nicht hört. Es regnet schon wieder. Und meine Maus ist...
Okay, jetzt wird's interessant. Ich würde eigentlich vorschlagen, kommen wir hier durch. Geht es? Jetzt kommt einer nicht. Ach cool, ich bin auch doch der Typ. Und das sieht mich ja nicht. So, jetzt mal schauen, soll ich mit dem Kopf durch die Wand oder bemühe ich meine Sniper-Künste? Ich bemühe mal meine Sniper-Künste. Hey, wieso kann ich die nicht? Ach genau, da ist ein Hügel dazwischen, du wirst mich verhunzen. Nein! Die Russen. Mann, das läuft doch nicht so viel. Ich will dich umwuchsen. Was auch immer der macht, ist... Es ist mir unschlüssig. So. Den hätten wir. Das liegt natürlich völlig unbeachtet hier. Hör mal auf, da hinten zu labern. Bazar, Bazar, Bazar. Ernsthaft? Das ist eine Logik in diesem Spiel. Ich kapiere sie nicht. Wir können ja gerade alle mit den... mit der Sniper. Ausschalten und es fällt keinem Menschen auf. Auch den dann nicht. Also ich verstehe es wirklich nicht. Eigentlich sollten wir den Laberfutzen ja am Leben lassen, aber... Nee. Ja. Laberfuzzi ist am Boden. Und die Sniper macht wirklich gute Dienste. Das muss man ihr lassen. Und ich speichere schon mal ab. Spielstand speichern. Den hier. Und... Weil ich weiß nicht, kriegen wir den jetzt auch noch mit da? Nee, wusste ich doch. Aber es funktioniert. Nein, es funktioniert doch nicht. Nochmal Spiel fortsetzen. Das heißt, ich muss hier gar nicht mehr mit der Sniper rumlaufen. Warum auch immer es auf einmal nicht mehr funktioniert hat. Kann ich hier rüber? Werde ich ihn gerade abgeknallt. Oh! Da bin ich wieder in dem Radius von dem Typen. Oh, oh, oh. Und ich merke schon, wie wir Ewigkeiten an dieser Mission hier gerade rumhänge. Ja.
Was jetzt? Nachladen. Nein! Genau in dem Moment war meine Muni alle. Aber die AK hat echt was für sich. Wie viel Muni haben wir jetzt? Und jetzt kann ich mal nachschauen. 3 Stück. Oh. Haben wir extrem viel noch auf Lager. Aber wir müssen ja hier durch. Ein Health Pack. Oh, keine Muni dieser Art hier zu verfügbar. Das heißt, wir wechseln schnell auf Dozi. Oh, und wir können aufmutzen. Und ich würde sagen,